Hallo Freunde der Sonne und des Geocachings. Heute bin ich wieder, der Guido, unterwegs mit euch auf Geocaching-Tour. Ihr seht, wovon wir heute aus starten. Ein paar Kühe sind hier. Oh, die will mich doch hoffentlich nicht fressen. Oh, oh. Ja, fein. Also, kommst du mit? Oh, gefährlich. Also, daran geht's, wir gehen mal los. Folgt mir. Wir nehmen hier eine kleine Abkürzung. Boah, ist ganz schön steil hier. Jetzt kommt hier ein Bach. Naja, nicht mal viel Wasser drin. Ich spring mal rüber. Jetzt sind wir. Wie viel Meter noch? 22 Meter. Okay. Wir suchen ihn jetzt. Sechs Meter. Okay. Dann suchen wir mal. Ich guck mal hier unten. Allee. Oh, ich bin ein Fuchs. Ich bin ein Fuchs. Ist er das oder ist er das nicht? Ich habe irgendwas gefunden. Yay, yeah, ich habe den Cache. Jetzt natürlich einlocken. Oh. Ist schon noch Platz. So, jetzt verstecken wir ihn wieder. So, stecken wir ihn wieder ein. Und hey, auf geht's zum nächsten Cache. War mal erfolgreich und weiter geht's. Jetzt sind wir beim nächsten Cache. Der muss hier irgendwo in der Nähe sein. 8 Meter. Wir schauen mal überall an den Bäumen. Da wurde gewühlt. Ich schaue hier weiter. Was ist das? Begrenzungsfahr, was ist das hier? Okay, das ist er nicht. Ich suche mal weiter. Schaut mal, wo ich hier bin. Mitten im Wald. Und hier soll der Cache liegen. Ich suche weiter. Hier hinten wurde auch gegraben. Da ist aber auch nichts. Hier haben sie schon gesucht. Ganz schön, die Leute. Die Cacher. Ich suche den Cache und dabei balanciere ich über einen umgestürzten Baumstamm.
Mal schauen, ob ich von hier oben irgendwas sehe. Da unten sieht man eine heftige Fahrradrampe für die Mountainbiker. Ich laufe mal zurück. Zum Glück war es nicht so hoch. Wir gehen mal zurück und schauen mal. So, wir sind jetzt noch mal zum Grenzpunkt gelaufen und haben da probiert, da war ein Loch drin, haben wir gedacht, irgendwie macht das auf oder so. Aber dann habe ich mal gedreht und siehe da, da kommt der zum Vorschein. Der Geocache. Geil. So geil. Alter, das war wieder eine schwere Geburt. So, wir locken uns ein. Und Datum noch. Yes. Packen wir den wieder weg. So, und jetzt legen wir ihn wieder rein. Und nochmal auf. Geschafft. Jetzt locken wir uns nur schnell ein im App. Dann geht es wieder weiter. Wir haben es geschafft und gefunden. Es musste irgendwas mit den Grenzsteinen zu tun haben, weil der ist so auffällig, aber gedreht haben wir natürlich nicht. Hi, wir sind beim nächsten Cache. Das muss hier irgendwo sein, hier unten. Unter der Brücke. Also, wir klettern mal. Irgendwo da im Wasser. Da drinnen muss es sein. Ja, die sind ja ganz drinnen. Ja. Ganz da hinten. Ganz da hinten? Ja. Irgendwo da hinten. Finde ich mutig. Irgendwo hängt der an der Decke oder so? Nee. Wir haben ihn leider nicht gefunden. Müssen wir noch mal hergehen. Jetzt sind wir gerade auf dem Weg zum nächsten Lost Place. Schaut mal. Geocache. Ah, zum Geocache. Aber das ist ein Lost Place. Schaut mal. Gehen wir gerade über die Bahnschienen drüber. Und der nächste Geocache ist in ein Lost Place. Also, da drüben. Fette Villa. Voll geil. Wir müssen mitten in den Wald rein. Da drüben ist die Bierfabrik. Meckatzer. Schmeckt gut. Jetzt bin ich kurz vor den Lost Place. Ich bin es schon vorgerannt. Er will ihn natürlich gleich wieder als ersten finden. Gleich wieder. Hintergrund steht da immer noch. Meckert. Hallo! Hallo! Das ist der alte Bierkeller. Wir suchen mal weiter. Boah, Sonne ist weg und es ist kalt. Ich kletter auch mal hoch. Ja, hier geht mal ein Weg lang. Da ist nichts.
glaube, der Finn hat ihn gefunden. So, der Finn hat ihn gefunden und ich darf ihn öffnen. Hier steht offizieller Geocache, der Messias. Auf Netflix, geile Serie. Logbuch. Bisschen Spielzeug, wir gucken mal, was drin ist. Frasch. So, wir locken uns ein. Und Stempel. Datumstempel. Yes. Eingeloggt. Super, gefunden. Damit verabschieden wir uns. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Es erwarten euch noch so viele Abenteuer. Lasst ein Like unbedingt da. Ist auch wichtig. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Guido.